Aachen hat natürlich schon einen ganz besonderen Stellenwert, weil es eigentlich auch neben der Geburtsstadt Mies van der Rohes eigentlich auch die Stadt ist, wo er eine Entscheidung getroffen hat, nämlich sich intensiv mit Architektur zu beschäftigen. Und er ist dort durch eigentlich erste Berührungspunkte mit dem Bauen, ist er zu der Entscheidung gekommen, nach Berlin zu gehen. Also das ist natürlich erstmal etwas, was ihm mit in die Wiege gelegt wird. Aachen als Ort, Aachen als Heimat. Und was aber gleichzeitig auch, das haben wir halt rausgefunden, durch sein gesamtes Leben bis zum Schluss eine Bedeutung hatte. Also er hat sich immer trotzdem er dann nach Berlin geht, schon mit 19 und dann 1938 dann in die USA auswandert, hat er eine Verbundenheit zu seiner Heimat gespürt und er ist auch mehrfach zurückgekehrt. Er hat mehrfach selber versucht, dort auch zu bauen. Er ist öfters von der Stadt oder von Unternehmen angesprochen worden, für Aachen zu bauen. Das wenigste davon hat funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, dass er am Beispiel von zum Beispiel dem Gebäude für die Vereinigten Glaswerke, was er kurz vor seinem Tod als Auftrag erhält, was wir in der Ausstellung zeigen, der erste Brief, den er zurückschreibt, ist, dass er sich sehr geehrt fühlt, für seine Heimatstadt ein Gebäude zu entwerfen. Also Krefeld, glaube ich, war so eine Mittelzeit, so würde ich das mal nennen, für Mies van der Rohe, die von 27 bis 38 geht. Eigentlich eine Zeit, Ende der 20er Jahre, wo er mit vielen Projekten weltweit Aufmerksamkeit erfährt. Barcelona-Pavillon, Villa Tugend hat. Aber auch in der Zeit auch die Häuser Esters und Lange für die Direktoren der Verseidag in Krefeld. Und er arbeitet eigentlich bei über 10 Projekten mit der Verseidag im weitesten Sinne als Umfeld zusammen in einer Zeit, wo er vom gefeierten Avantgarde-Architekten hin in den 30er Jahren in eine Zeit kommt, wo er eigentlich fast nichts mehr baut. Nur noch das Haus Lemke in Berlin. Und einzig die Verseidag hat so eine gewisse Kontinuität in der Beauftragung von Projekten, aber auch in der Begleitung von Projekten, die entstehen, in der Beratung. Also eigentlich das ist eine ganz wichtige Zeit, auch in der besten Lebenszeit eines Architekten. Also das ist ja, da ist er nicht jung, da ist er in den 40er, 50er Jahre und fängt ja erst wieder in den 40er Jahren an, in Amerika zu bauen. Und diese Zusammenarbeit mit der Verseidag, auch in der Idee der Entwicklung einer Corporate Identity, um das mal so zu benennen, weist meiner Meinung nach schon viel systematisches Arbeiten in seiner späteren amerikanischen Phase vor. Also ganz wichtig bei Krefeld eigentlich aus meiner Sicht ist, dass er genau weiß, dass er jetzt eine Art Prototyp-Architektur baut, die immer wiederholt werden soll im Sinne einer Einheitlichkeit der Entstehung eines Werkes. Und das ist etwas, was in der amerikanischen Phase später extrem verstärkt wird. Krefeld nimmt eine ganz besondere Stellung ein. Die Bauten oder die Projekte, die Mies für diese Stadt entwirft und für diese Krefelder Freunde, wie er sie dann nennt, weil die in einer Zeit entstehen, in der er auf dem Höhepunkt seiner europäischen Phase ist. Das bedeutet, dass er kurz zuvor seine revolutionären Ideen hatte vom fließenden Räumen, von neuem Wohnen, von neuen Konstruktionsweisen und von diesen ganzen avantgardistischen Ideen, mit denen er sich beschäftigt hat. Die Krefelder Kontakte ermöglichen ihm, manche dieser Prinzipien auszuprobieren, in Projekten mal zu testen, inwiefern das zu guten Räumen, zu guten Gebäuden führt, inwiefern das dazu geeignet ist, Bauaufgaben zu lösen. Essen ist halt ein Projekt, das erste Projekt 1930 für Henke. Das ist ein Projekt, was in der Benutzung von Elementen schon in der Tradition auch von Krefeld steht, von der Villa Tugend hat, vom Barcelona-Pavillon. Es ist zwar nur ein ganz kleines Projekt,
ein kleiner Anbau, aber der benutzt eigentlich alle Elemente, also wiederum so eine Art Rezeption, alle Elemente, die Van der Rohe in der Zeit benutzt. Es ist die freistehende Stütze, es ist die große Verglasung, es ist die versenkbare Verglasung, es ist der Stein in großformatigen Platten. Also es ist wie so eine Art Alphabet. Es ist ja so gewesen, dass unsere Studierenden dann beim Haus Henke in der Virchowstraße 124 in Essen einfach hingefahren sind und haben mal geklingelt und haben eben das Glück gehabt, dass die Besitzerin sehr offen war und sie reingebeten hat und gezeigt hat, dass tatsächlich noch ein bisschen was da ist von diesem Mies van der Rohe-Gebäude, wo wir dann natürlich ganz hellhörig geworden sind und haben dann Kontakt aufgenommen und hatten dann die wunderbare Gelegenheit bekommen, von der Besitzerin dort zu dokumentieren und zu forschen und zu messen und zu zeichnen. In NRW, glaube ich, trifft man schon noch ein paar Leute, die von dem Krupp-Gebäude mal gehört haben, ältere Herrschaften vielleicht noch aus eigener Erfahrung. 1960 ist das tatsächlich auch ziemlich durch die Presse gegangen. Bis 1963 waren ja immerhin auch 3 Jahre, die Krupp mit Mies zusammen an diesem Projekt entwickelt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch sehr enttäuscht war, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit der Fabrikanlage der Versaitag in Krefeld, das heißt die Beschäftigung mit einem Gebäude, was innerhalb eines Prozesses, eines wachsenden Prozesses eines Industrieortes entwickelt wird, trotzdem zu einer Corporate Identity kommt, das heißt über dieses Thema der Wiederholung von Dingen, das Festlegen von Elementen. Und dieses Festlegen von Elementen als Teil so einer Systematik ist etwas, was in der amerikanischen Phase ganz typisch wird. Dort gibt es noch viel, viel stärker ein Mies'sches Vokabular, wodurch er eindeutig erkennbar ist. Ich würde jetzt bei Mies van der Rohe, soweit ich das natürlich dann auch aus der Literatur und aus meinen Studien weiß, nicht davon ausgehen, dass die einzelnen Umstände ihn so stark geprägt haben. Ich finde, er hat einen ganz eigenen Autismus, das macht ihn dann auch so stark, sondern er hat in gewisser Weise immer das nutzen wollen und nutzen können, was er für wichtig gehalten hat. Ich glaube eher, auch wenn er sehr jung war in der Aachener Phase natürlich, dass schon in ihm die Qualität lag, Dinge für sich anzunehmen und Dinge auszuscheiden, die für ihn nicht wichtig sind. Die nordrhein-westfälischen Projekte sind ja heterogen in ihrem Alter, in ihrer Größe, in ihrer Beziehung auf die Lebensabschnitte von Mies van der Rohe, in ihrer Stofflichkeit oder in ihrem Aggregatzustand, haben wir irgendwann mal gesagt. Das heißt, das Thema geplant, gebaut, zerstört ist ja auch eines, welches alle nordrhein-westfälischen Projekte hindurch betrifft und welches auch so ein bisschen für den interessanten Faktor hier gesorgt hat, dass wir es einfach mit einer großen, interessanten, diversen Werkgruppe zu tun haben, die, und das ist das Interessante, die es ermöglicht, über fast alle Facetten im langen Leben dieses vielbeschäftigten Architekten Aussagen zu treffen, ne? Vom ersten oder vom frühesten erhaltenen Bauwerk, an dem er mitgearbeitet hat, bis zum letzten Entwurf, den er kurz vor seinem Tod noch als Auftrag annimmt, auch in Aachen, interessanterweise, ist es möglich, nicht nur seine Lebensgeschichte zu erzählen, sondern auch ein bisschen die Geschichte der Architektur des 20. Jahrhunderts oder der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Ne? Und das an den rheinischen Projekten, an den nordrhein-westfälischen Projekten. Ich glaube, wir sprechen ja eigentlich dann auch von einer Rezeptionsarchitektur. Und am deutlichsten wird das natürlich in den 50er und 60er Jahren. Da ist es ganz eindeutig. Mies van der Rohe hat da eine große Dominanz in der Architektur als Ausdruck weltweit, was auch später zu großer Kritik geführt hat. Denn die Wiederholung dieser systematischen Architektur führt natürlich auch zu relativ unwirklichen Stadtbildern. Aber es gab trotzdem eine Zeit, in der er Vorbild war für viele Architekten. Die Projekte in Aachen, die frühen Projekte, haben nicht die Eigenständigkeit, natürlich nicht. Das spätere Projekt Wegler ist Ausdruck dieser Architektursprache, genau wie in Essen. Auch das Projekt
des Verwaltungsgebäudes für die Firma Krupp ist Ausdruck dieser Architektur, dieser amerikanischen Architektur, die also auch in diesem Thema des Vorbildes halt noch fungiert. Das Haus Henke in Essen selber, das ist eine eigene Entwicklung, die eigentlich in dem Sinne in der amerikanischen Phase über seine Studenten auch eine gewisse Nachahmung gefunden hat. Aber das ist eigentlich ein europäischer Abschluss. Der Titel ist natürlich auch ein bisschen provokant gewählt. Wir haben, es gibt ja unendlich viel Literatur über Mies van der Rohe und es gab zwei sehr große und sehr schöne Ausstellungen ungefähr zur Jahrtausendwende, 2001, die Titel hatten Mies in America und Mies in Berlin und die natürlich diese beiden Schaffensphasen sehr, sehr ausführlich und detailliert und wunderbar illustriert beleuchtet haben. Und siehe da, mit der Ausnahme von Lange und Esters und ein paar anderen Krefelder Projekten, unrealisierten Projekten, haben diese nordrhein-westfälischen Projekte relativ wenig Niederschlag gefunden in diesen Ausstellungskatalogen und in der ganzen Beschäftigung. Also das liegt natürlich auch an deren diversen Schicksal. Sie sind entweder so früh, dass sie im toten Winkel lagen oder sie sind nicht gebaut oder ne, so. Aber wir haben dann eben diesen Titel Mies im Westen erstmal als kleine Provokation gegenüber Mies in Berlin und Mies in Amerika gewählt. Und deswegen kam die Überlegung dann, Mies im Westen als regionale Betrachtung mal auszuprobieren. Und wir sind der Meinung, dass sich das sehr gelohnt hat, weil es eben auch eine ganz neue Art von Erzählweise über Mies van der Rohe aufmacht. Das ganze Projekt, was wir jetzt sehen in den Ausstellungen, hat auf allen Ebenen ganz viel mit den Studierenden auch zu tun. Und wir haben uns dann entschlossen, in dem Bereich der Gießener Studierenden zu sagen, wir wollen zeichnerisch rekonstruieren und darstellen. Auch in einem Maßstab, der sehr genau ist und der sehr detailreich ist, um Dinge zu verstehen. Weil die Zeichnung ist eine Art von Sprache, die wir benutzen. Mit dieser Art von Sprache bilden wir aus. Und da ist das Hintergrund. Und wenn man sich die Zeichnungen anschaut, in allen drei Städten bei den Ausstellungen, dann sieht man einfach die immense Größe der Zeichnung, die immense Genauigkeit bis zum Türgriff, bis zum Auslass der Waschschüssel, also wir haben bis zur Siebgröße, bis zum Küppersbuscher Herd, all das ist aufgenommen worden und gezeichnet. Es geht eigentlich darum, den Studierenden so zu zeigen, was tut ihr später? Ihr macht Architektur und ihr werdet zu tun haben mit Architekturen von anderen Architekten. Und bitte seid gnädig und seid genau und schaut euch Qualitäten an und lernt vor allen Dingen, euch zurückzuhalten. Die Studenten dann sofort relativ früh mitzunehmen und zu involvieren und an dem Prozess der Erkenntnis teilhaben zu lassen. Und das sind glücklicherweise in der Architektur relativ aufregende und unterschiedliche Prozesse. Das heißt, das hat mit klassischen wissenschaftlichen Methoden zu tun, mit Lesen, Schreiben und Fußnoten setzen. Ja. Das hat aber andererseits eben auch mit Akten und mit historischen Planunterlagen zu tun, mit in die Gebäude reingehen, mit Messen, mit Zeichnen, mit Wahrnehmen, mit Spurenlesen, mit so einer archäologischen Faszination auch hat das zu tun. Ne? Und das sind Sachen, die in der Bauforschung einfach großen Spaß machen. Und das an die Architekten von morgen, an die Studenten weiterzugeben, das ist was sich als sehr lohnend erwiesen hat in den letzten Jahren. Und deswegen sind die Studenten so wichtig.